So, wir sind live. Ich hab keinen Chat. Scheiße. Wartet mal. Ach fuck, jetzt habe ich hier keinen Chat. Naja, dann müssen wir es so machen. Wartet. So. Hallo? Jetzt kommt Musik. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zu Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wartet mal, ich versuche mal den Chat irgendwie, Chat im neuen Fenster öffnen. Ja, das ist gut, das ist gut. So, passt auf. Genau, dann machen wir hier diesen. Und diesen läuft. Ich habe irgendwie kein Chat da. Aber so geht's, Leute. So geht's. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Hi, Elora. Hi, Knulp. Hi, Jenny. Hi, Vejo Lobo. Hi, Glocki. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ja, heute ist es soweit. Es ist gestern oder heute früh, glaube ich, erschienen. Gestern Nacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist im Prinzip Ark The Island, bloß halt aufgehübscht mit einer Unreal 5 Engine und so weiter und so fort. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hi, Digga, grüß dich. Und wir quatschen gar nicht lange rum. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen reingeguckt wegen Ton und so. Ich hoffe, das passt alles. Ja, heute der erste Stream. Ich denke mal, wir werden das in Zukunft öfter streamen. Ich habe halt überlegt, ob ich es auf YouTube streame oder auf Twitch streame und dann auf YouTube hochlade. Aber auf Twitch ist es halt so, dass man ja nur mit 6000er Bitrate quasi den Zuschauern was bieten kann. Und wer den Dschungel von Ark kennt, der weiß, dass bei 6000er Bitrate einfach mal nur Pixelbrei ist. Und bei YouTube hat man da schon Vorteile. So, wir werden einen neuen Charakter erstellen. Corrigan, grüße dich, hi. Wir geben hier schon mal den Namen Beutel ein. Ja, Charaktererstellung. Ja, ich nehme mal so einen großen Dürren oder eher so. Nee, so ist besser, das passt mehr zu mir. So Skin Color, machen wir so, nee, vielleicht so. Overall Höhe, ach so, ja, können wir auch so lassen. Das lassen wir auch so. Nee, lass mal so in der Mitte. Genau. Überlebenden herunterladen kann man auch. Kann man hier sonst noch was einstellen? Ach hier, Kopf. Okay, das lassen wir alles erstmal so. Die Eye-Iris-Inner-Color, Eye-Iris-Out-Color. Was es alles gibt, Freunde. Was es alles gibt. Ich möchte gerne hier ein schönes Blau haben. Das sieht gar nicht blau aus. Warum? Warum sieht das nicht blau aus? Na egal, dann lassen wir es so. Hairstyle. Zeig mal her. Das gefällt mir. Oder so? Ja, wir nehmen so einen mit Iro, oder? Nee, scheiß drauf. Wir nehmen einen langhaarigen, aber ich möchte gern etwas dunklere Haare. Oh, guck mal, der ist so halb getönt. Super. Face Hair. Zeig ich mal her, hier so ein Bärtel. Das passt ja zu so einem Überlebenden. Die Color passen wir dann natürlich auch dementsprechend an. Das sieht geil aus, Leute. Das sieht richtig geil aus. Diodora, grüße dich. Hi. Hi, Frank. Und hi, Carsten. Schön, dass ihr da seid, Leute. Also Kopfgröße, lassen wir alles so. Scheiß drauf. Wir lassen das jetzt alles so. Rumpf, Arme, Beine. Ich könnte ja jetzt wieder so einen Krepelcharakter bauen, aber hey, machen wir nicht. Ja, hier hatte ich heute Nachmittag schon mal reingeguckt am Ursprungsort, aber da möchte ich heute nicht hin, sondern ich möchte direkt hier hin. Da bin ich auch schon zweimal gespawnt, um den Sound einzustellen. Jetzt halte ich mal kurz meine Klappe, es kommt nämlich eine Videosequenz. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith.
while they've been gaining power. You have to reach me. Du musst zu mir kommen. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Geil. Krieg ich gleich Gänsehaut, Leute. Ich habe die Story nie zu Ende gespielt. Wow. Kann man nur sagen, wow. Ich weiß gar nicht, ich habe an den Einstellungen jetzt gar nichts verändert. Ich habe jetzt einfach alles so Vanilla gelassen. Ich glaube doch, die Nacht habe ich angepasst. Guckt euch das mal an. Das ist schon unser erster Parasaurus, Leute. Und wir haben schon ein Level up. Gucken wir gleich mal rein. Die getönten Haare sind echt super. Ich gehe erstmal ganz kurz auf Ausdauer und Gesundheit. Und dann später Gewicht und so. Okay, dann geht das große Sammeln los. Ark ist ja bekannterweise ein Sterbesimulator. Ich weiß halt nicht, inwiefern die Leute da jetzt hier was gepatcht haben. Oh, dann geht's schon wieder los. Level up. Mal ganz kurz ein bisschen Holz holen. Gut, Knubbel, grüße dich. Lange nicht gesehen. Flo, habe ich dich begrüßt? Hi. So, gut. Was haben wir jetzt? 8 Stroh. Wir brauchen mehr Stroh. Gut. Jetzt haben wir 10 Stroh. Herstellung. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. In aller Ruhe, ne? Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht gleich alles weiß. Ich bin nicht der Ark-Experte, bin ich nie gewesen. Auch wenn es 3000 Let's Play-Folgen gibt, aber... ihr wisst ja, mein Gehirn ist so verpeilt. Geil, der hat übelst aufgeschundene Waden und Schienbeine. Okay, jetzt haben wir schon mal unser erstes Tool. Und damit werden wir fleißig sammeln. Ich muss mal gucken. Hier in der Nähe weiß ich nicht, ob es hier irgendwo Eisen gibt. Es ist halt schon sehr, sehr lange her, dass ich diese Map gespielt habe. Aber wir werden auch schon irgendwie zurechtkommen. Genau, Chat. Hat jemand von euch die Story mal durchgespielt? So, wir brauchen Lagerfeuer, wir brauchen Axt, wir brauchen... Oh, wir haben nicht genug Punkte. Gibt kein Bewegungstempo mehr. Man hat von Anfang an 130%. Das macht das Survival einfacher. Okay, gut zu wissen. Wie gesagt, es ist halt ewig her, dass ich Ark gezockt habe. Bestimmt jetzt schon 2 Jahre mit dem Community-Projekt. Jetzt versuchen wir uns erstmal eine Axt herzustellen. Das läuft. Und dann müssen wir irgendwie den Speer freischalten mit der nächsten Stufe. Ach so, guck mal, ich kann ja. Muss ja bloß hier. Zack. Okay, die Axt ist fertig. Die hauen wir auf die 2. Und es gab schon wieder ein Level up. Jetzt brauchen wir wieder Fasern, Holz, Feuersteine haben wir. Dann gehen wir hier mal ins Gebüsche, kurz sammeln. Es sieht echt grandios aus, oder? Also im Gegensatz zu damals. Hier gibt es keine 250er Truthähne. Ich gucke mich mal ganz kurz hier um. Da drüben ist auch eine Insel. Wir brauchen halt dann ganz schnell Eisen. Das müssen wir uns besorgen. Ich weiß nicht, wie viel feindliche Dinos jetzt hier in der Nähe sind. Das müssen wir dann alles erstmal rausfinden, ne? Aber erstmal das Übliche wie in allen Survival Games. Sammeln, sammeln, sammeln. Denn das kann man noch nicht einstellen. Ich habe vorhin überall geguckt, man kann es halt noch nicht einstellen. Ne? In dem ursprünglichen Ark könnte man die Farmmenge einstellen und so eine Sache. Oh, da vorne ist unser erstes Opfer. Wartet mal. Wir brauchen nämlich Fleisch und Tierhaut. Zack. Und dann bauen wir uns gleich ein Lagerfeuer, wenn wir die erste Tierhaut und das erste Fleisch haben. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt stranden. Ich will dann erstmal irgendwo Eisen suchen. Das ist verdammt wichtig.
Du bist kompletter Neuling in Ark. Okay. Ja gut, ich ja im Prinzip auch, weil ich ja immer so verpeilt bin und alles vergesse. So das erste Fleisch ist am... Ey, was ist denn das hier für ein kleines Popelchen? Was bist denn du? Oh. Baby... Nö, dich kann ich nicht töten. Dich kann ich nicht töten. Da im Wasser geht schon die Post ab. Sind irgendwelche Haie. Megadonlon. Oder wie die heißen. Oh, ich bleibe erstmal hier am sicheren Strand. Wenn ich irgendwas Fieses sehe, hau ich ab. Achso, wir haben ja schon wieder Points zum Vergeben. Also das geht ja hier ab. Gut, dann gehen wir erstmal ein bisschen in Gesundheit rein. Wasserschlauch wäre vielleicht sinnvoll. Obwohl, Durst und so ist, glaube ich, von Grund auf Schlafsack nicht so krass eingestellt. Strohhütte. Ja, doch, mach mal. Und eine Kiste, ganz wichtig. Dann hier Mörser und Stöße können wir schon freischalten. Narkosemittel ist sowieso wichtig. Stoff, Hut und so, das bauen wir jetzt nicht. Das Quatsch, ein einfaches Bett. Kochtopf, Bola. Steinpfeil. Und für den Bogen fällt es dann. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Tier finden. Was wir auseinandernehmen können. Ah, die krassen Geräusche, die Dschungelgeräusche sind schon echt fett. Fehlen nur noch Maki und Fenrir, ja, das stimmt. Ah, ich bin lieber ein bisschen vorsichtig, ne? Aber trotzdem schon mal nach Eisen Ausschau halten, ist sinnvoll. Kann man denn hier auf die Karte die Latitude? Ah ja, sehr gut. Wieso stehen denn hier diese Zahlen nicht links und rechts, Leute? Hold for more info, das mache ich. Ah, jetzt stand's da, wartet. Nee, das steht nicht da. Ich weiß nämlich, dass hier in der Nähe von meinem damaligen Let's Play, habe ich es rausgekriegt, müsste ja die Crystal Caves sein. Aber wo das genau ist, weiß ich nicht. Bei 70 Breitengrad und... Oh, da vorne sind Insekten. Obwohl, warte mal, Insekten, war das nicht gut für Chitin? Wie stark sind denn die? Hauen die uns jetzt gleich vor den Sack? Nö. So, Gesundheit. Danke. Wo ist denn das hingefallen? Da. Cool, wir haben schon 16 Mal Chitin, aber hier flucht er. Oh. Ist das ein Kano? Nee. Ist der Para, oder? Bist du ein Kano? Ich hab Angst, Leute. Sammeln mal hier ein bisschen Gestrüppe ein. Aber grafisch sieht's schon Bombe aus, ne? Kann man nicht meckern. Wieder ein neuer Level verfügbar. Das geht ja hier ratzfatz. Da ist ein kleiner Dodo. Dodos dürfen wir übrigens auch nicht töten. Da kriege ich Ärger mit Maki. Glocki, du hast auch schon 8000 Stunden auf der Ohr, was Ark angeht. Ist ja geil. Das ist ja nice. So, das nächste Insekt holen wir uns. So, Chitin. Und dann müssen wir erstmal Gewicht ein bisschen skillen. Wie viele Chitin haben wir denn jetzt? 33 schon. Ja. Also wie gesagt, ich habe nichts verändert an den Einstellungen. Ich habe lediglich die Nacht kürzer gemacht, weil das ist immer so ein harter Sackgang mit den Nächten. Na, wenn hier einmal so ein Para in der Nähe ist, würde ich sagen, wir bauen uns mal hier irgendwo. Warte mal, ist hier eine coole Stelle? Ja, hier. Hier bauen wir uns was. Eine kleine Hütte erstmal. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Zeug sammeln. Okay. Ach, ihr habt zum Durchspielen 1000 Stunden gebraucht. Frank Padmore, grüße dich, hi.
Auf der Ohr hast du fast 4000. Das ist krass. Also das Leveln geht hier gerade ratzfatz. Gehen wir erstmal auf Gewicht. Und dann bauen wir nur eine kleine Hütte erstmal. Fundamente. Und schon wieder Level up. Krass. Genau, ich habe heute Nachmittag da schon mal kurz reingeschaut. Problem ist, das habe ich auch schon in den Rezensionen gelesen, deswegen hat das Spiel so schlechte Rezensionen bekommen. Es stürzt ab und zu mal ab, aus irgendwelchen Gründen. Also, wenn wir hier mal rausfliegen, dann müssen wir uns wieder neu einloggen. Ist ja kein Problem. Dann haben wir mal kurz einen Black Screen. Oh, da ist was gelandet, Leute. Achso, ich bin überladen. Scheiße. Warte mal, wir müssen erstmal die Dinger hier hinstellen. Machen wir mal. Zack. Boah, die sehen ja geil aus. Kannst du noch eins herstellen? Ne, was fehlt? Fasern. Wollen wir mal versuchen, das zu holen? Wir sind immer noch überladen. Und es ist heiß. Schon wieder ein neuer Level verfügbar. Okay, passt auf. Herstellung, Fundament. Das stellen wir jetzt hin und dann hoffe ich, dass ich eine Kiste bauen kann. Ja, und dann hauen wir erstmal das Zeug rein und gucken mal kurz, was dort gelandet ist. Jene Mene Miste, hier ist die Kiste. Ah, ich stelle es erstmal grob hier hin. Ja, nicht drehen. So. Ist voll die Kiste. Warte mal, das brauchen wir doch eh zum Reparieren. Ja, egal. Lass mal ganz kurz dorthin gucken. Insofern es dort was gibt. Das ist ja direkt hier. Da ist ein Megadonlon. Da ist ein Dodo und der Para. Komm ich da irgendwie hin? Ach, das kommt jetzt gerade runter, Leute. Geil. Irgendwas Fieses hier in der Nähe? Ich sehe gerade nichts, außer diesen Hai. Aber der wird ja wohl hoffentlich da bleiben, wo er ist, oder? Ne, der kommt natürlich jetzt hierher, der Arsch. Oh. Terra. Wie heißen die? Na, ihr wisst schon, wie die heißen. Ich werde bestimmt sterben. Level 25 zum Öffnen erforderlich, okay. Gut. Das haben wir noch nicht. Der macht mich jetzt ein bisschen nervös hier. Hi Dienchen, grüße dich, hi. Okay. Dann machen wir mal Wände. Mir ist heiß. Ja, ja, ist mir schon klar, dass mir heiß ist. Achso, warte mal, wir müssen erstmal wie die Blöden hier Stroh sammeln. Scheiße, der ist verdächtig nah. Terry heißen die, ne? Aber es könnte vielleicht schon unser erster... Oh ne, der kommt hier rüber. Scheiße, Leute. Wir müssen ihn irgendwie weglocken. So, Fasern haben wir. Jetzt gehen wir erstmal Steine und sowas klopfen. Kann ich das hier auch? Ah ja, das geht auch. Obwohl, Steine brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen jetzt erstmal noch Holz und Stroh. Ja, genau. Fuck. Kann ich es reparieren? Ja.
Der macht mich mit einem Haps weg. Ja, das befürchte ich auch. So, ich gehe mal hier ein bisschen auf Resistenz. Dass die Umwelteinflüsse nicht so krass sind. Weil, wie überraschend das kam. Ich habe es halt irgendwie nicht gewusst. Jemand hat es letztens schon im Livestream mal erwähnt. Hier. Ark kriegt ein Remake. Bevor das neue kommt. Und plötzlich war es da. Genau, da hatte ich. Ich hatte gestern beim Voucher in den Stream reingeschaut. Da hat es jemand erwähnt. So, jetzt sind wir gleich erstmal voll. Dann können wir jetzt mal ein paar Wände bauen. Herstellung. Wir brauchen 2, 6. Ah, was weiß ich. Oder ne, 4 plus 6, also 10. Perfekt. Okay, ich glaube, der ist wieder um. Naja, der ist schon noch in der Nähe, der Typ. So, Press E. Ja. Hier machen wir die Tür hin. Hier machen wir Fenster hin. Nee, das war scheiße. Das wollte ich nicht. Kann ich es wieder einsammeln? Aufheben. Ah ja, man hat ja ein paar Sekunden Zeit, ne? Hä? So, hier noch ein Fenster. Das ist die Katze, die hier schnarcht. Ich wundere mich. Oh, oh. Ah, ne, ist der Para. Okay. Meine Katze schnarcht, Leute. So, Wände haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir ein Bett. Wir haben aber nur 12 Leder. Das reicht nicht, ne, für ein Bett. Das braucht 40 Leder. Scheiße. Na gut, dann würde ich sagen, wir bauen aber nochmal so eine Kiste. Herstellung. Es wird seit 6 Monaten schon krass gehypt. Irgendwie so Hype-Games gehen halt immer an mir vorbei. Ich weiß auch nicht. So, dann haben wir noch 2 Kisten. Also, pass auf. Das hier erstmal wieder raus. Was ist das? Wertberisit. Aha. Machen wir hier noch Baumaterialien rein. Hier kommt der ganze Bärenscheiß rein. Ey, wir haben ja schon Eisen gefunden. Ja, geil. Wo auch immer. Ne, das nehmen wir raus. Und hier packen wir das Fleisch rein. Achso, Lagerfeuer müssen wir dann auch noch. Wir haben zu tun. Wir haben zu tun, Leute. Herstellung. Was fehlt hier? Steine. Gut, wir gehen mal schnell Steine klopfen. Eine Treppe brauchen wir dann noch. Können wir die schon bauen? Engramme. So, wartet. Ark 2 wird den Fokus eher auf Singleplayer haben, ist mir recht. Ich bin eh nicht so der Multiplayer-Fan in solchen Spielen. Es hat, das Community-Projekt hat schon Spaß gemacht. Was da halt irgendwie blöd war, dass ich halt so, naja, in die Hand genommen wurde, ne? Und eigentlich gar nicht mehr viel selber entdeckt habe. Aber jetzt brauchen wir wieder Stein. Ich nippel ab. Nee, das ist die Katze, die schnarcht. Meine Gesundheit ist doch voll, Wutknubbel. Okay, erstmal Lagerfeuer. Oh, ich habe irgendeine Taste gedrückt. Was fehlt denn jetzt? Stroh. Wir brauchen Stroh.
Wir holen uns Studo. Nee, Quatsch. Ich wollte... Was mache ich denn nur? Herstellung? Lagerfeuer. Da würde ich aber sagen, dass wir das vielleicht draußen hinbauen. Bauen wir das draußen hin? Ja, das bauen wir draußen hin. Obwohl. Nee, wir haben... Wie viel Platz haben wir denn hier drin? Wenn wir es hier direkt hinbauen, ist da eigentlich okay. Ah, das ist auch irgendwie neu hier. Guck mal, der hat so feste Points irgendwie. Dann machen wir es hier hin. Dann erstmal Holz und hier war es Fleisch, ne? 22 Fleisch, da kommen wir erstmal eine Weile hin. Zack. Strohdecke. Was habe ich denn da gebaut für einen Quatsch? Das hier wollte ich doch bauen. Da habe ich eine Strohdecke gebaut. Kann ich die auseinander nehmen? Nee. So. Okay, unser Eingang ist fertig. Geht schon wieder Stroh. Es fehlt schon wieder Stroh. Jojojo. Prost, Freischel. Grüße. Und Pip-Boy, hi. Wie viel... Oh, den müssen wir töten dort. Der klaut uns sonst was, ne? Das waren doch diese Klauschweine. Ist das so ein Klauschwein? Wie viele Arcs es gibt? Wie meinst du das? Also, wie viele verschiedene Maps? Oder? Also, es gibt Arc... Sea Island? Es gibt Arc Genesis? Es gibt Arc Extinction? Es gibt jetzt dieses neue Arc hier? Aber das ist ja im Prinzip Arc Sea Island. Was gab's noch? Fjordor gibt's noch? Vespa, grüße dich. Und ich glaube, die anderen Zuschauer, die werden mich dann jetzt gleich ergänzen. Michael, grüße dich. Hi. So, was wollte ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Die Klaumöwe ist auch wieder da. Ich brauche doch gar keinen Feuerstein. Drei Dachecken. Dann brauchen wir sechs davon. Und schon wieder aufgestiegen. Das geht ja. Operation. Gibt es auch noch? Habe ich das jemals gespielt? Nee, ne? Glaube nicht. Also Ausdauer läuft schon mal. Das ist gut. Ragnarok. Ragnarok gibt es ja auch noch. Ja, stimmt. Es gibt verdammt viele Arcs. Geile Unterhose. Na, warte mal ab. Wenn wir dann erstmal die ersten Tiere gekillt haben und genug Leder haben, dann werde ich uns erstmal Lederklamotten freischalten. Aber jetzt müssen wir erstmal wenigstens so eine kleine Grundbase bauen. Dann müssen wir uns den Para schnappen und mit dem dann langsam Narkosebären sammeln. Naja, das Übliche, ihr kennt's ja, ne? Wieso kann ich denn... Was fehlt denn jetzt hier schon wieder? Fasern. Ich krieg's mit der Faser, Alter. Und uns ist verdammt warm. Mal ganz kurz hier hoch ins Gebüsche.
Ja, geil, sieht schon aus. Ich habe übrigens sowas wie Blumen und sowas habe ich ausgestellt und irgendwelche komischen Lichteffekte. Das stört mich persönlich immer. Und ich glaube, das zieht auch viel zu viel an der Grafikkarte, so ein Quatsch. Genau, diese Arbeit muss dann dieser Para für uns machen da unten. Hätte es nicht gedacht. Ach so, ja stimmt, es gibt kein Autospeicher mehr. Wir müssen hier jetzt, ihr müsst mich immer mal im Chat dran erinnern, wir müssen regelmäßig speichern, weil wie gesagt, es stürzt halt echt oft ab, das Spiel. Und ja, das ist halt nicht so geil. Wie viele Dächer habe ich denn jetzt? Davon haben wir 4. Und hier fehlen uns noch 3. Gut, dann können wir die Dächer auch schon fertig bauen. Na? Es sieht schon geil aus, ne? Das ist Wahnsinn. Dann gucken wir mal wegen Bola. Was brauchen wir denn, um so einen Para zu zähmen? Wisst ihr das? Habt ihr das noch auf dem Schirm, Leute? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Jetzt hätte ich fast Treppen dort oben hingebaut. So. Können wir schon Standfackeln bauen? Das sind normale Fackeln. Wartet mal. Standfackeln. Ja, Standfackel. Zack. Der Bogen. Parasaurus Sattel. Jetzt würde ich aber erstmal ganz kurz mich entleeren. Also mein Inventar. Das Bauteil. Und erstmal kurz ein bisschen Leder organisieren. Natürlich töten wir nicht den Parasaurus. So, Ausdauer sind wir bei 280. Die Lila-Bären zum Zähmen. Okay. Mio-Bären hießen die, ne? Irgendwie sowas. Alles klar. Aber erstmal brauchen wir Leder. Weil die Bolas brauchen ja, glaube ich, auch Leder, ne? Dürfen bloß keine Scheiße bauen. Ich habe nämlich noch kein Bett. Wenn wir jetzt sterben, dann ist das scheiße. Boah, krass, wie der Dschungel aussieht, ne? Echt heftig. Oh, oh. Irgendwas knurrt hier. Ich verpiss mich gleich wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Ein Dodo. Guckt die Maki zu. Sagt's ihr bitte nicht, okay? Sagt's nicht, Maki, okay? Ich brauch doch dein Leder. Okay, 15 Stück. Hi, Mr. Schrotti, Grüße. Ich bin jetzt 25, echt? Wo sieht man das? Hier, Level 29, stimmt. Ob die noch da ist? Let's take a look, friends. Let's take a look. Was bist denn du, Alter? You killed ein Trilobeutel. Irgend sowas. Hä? Was ist denn hier? Kann man nicht abbauen. Schade. Nee, das Ding ist weg, ne? Wenn kein Strahl mehr da ist, ist es weg, oder? Spiel speichern. Butch, Grüße, hi. Also ich guck noch mal, aber ich glaube, wenn der Strahl weg ist, ist die Kiste auch weg. Wo ist denn der Terry? Achso, wir müssen Narkobären sammeln. Dodo.
Okay, wie viel haben wir jetzt? 23. Das reicht, glaube ich, immer noch nicht. Der levelt aber ganz schön schnell. War das schon immer so, Leute? Wie gesagt, ich habe hier keine Einstellung verändert. Ich habe es alles so Vanilla gelassen. Ne, die ist das weg. Scheiße. Aber ja gut, es wird schon irgendwann wieder eine Runde kommen. Chitin nehmen wir gleich nochmal mit. Und dann können wir dann auch bald das erste Gammelfleisch herstellen, ne? Wo ist denn der Terry? Wir brauchen mehr Leder. Hier ist auch noch ein Para. Naja, nützt ja nichts. Solange Maki nicht zuguckt, ist doch alles okay. Jetzt sollten wir schon mal genug für ein Bett haben, aber ich will gleich noch Klamotten craften. Fuck. Was ist das? Wo denn? Okay. Also Chitin haben wir jetzt schon mal jede Menge. Müssen wir mal gucken, ob diese Chitin-Rüstung schon verfügbar ist. Wie viel Haut haben wir jetzt da? 52, okay. Bett und die ersten Klamotten können wir schon mal bauen. Ja, obwohl, Bola wären sinnvoller, ne? Oh, oh. Ne, das ist kein Raptor, ne? Das ist so ein kleiner Fuzzi hier. Okay, ich dachte echt, der macht uns jetzt kaputt. Ich dachte echt, der macht uns kaputt. Dieser Schuft. Asko, grüße dich. Hi. Das kann sein, dass ich, wie gesagt, ich habe heute Mittag mal ganz schnell reingeguckt. Das kann sein, dass ich da auf einfach gestellt habe. Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn es jetzt einfach ist. Weil ich bin ja eh immer ein bisschen dusselig in solchen Spielen. Ich habe hier gerade ein Dodo gesehen. Aha. Und ich glaube, einfach ist für mich genau das Richtige. Aber sind dann auch die Gegner einfacher oder wie ist das? So, jetzt bauen wir uns erstmal ein Bett. Scheiße. Fuck you! Jetzt bauen wir uns erstmal kein Bett, weil wir sterben. Okay, wir sind nicht gestorben. Alter, das war doch ein glatter Raptor. Ich werd bekloppt. Ein Raptor in der Hütte. Leute! Deswegen immer eine Tür bauen, aber ihr wisst ja, ich stehe nicht so auf Türen. da ist es. Wir brauchen Holz und Stroh. Das haben wir doch hier. Holz und Stroh. Puh, Alter, ging mal kurz zur Muffe. Bist du alt für so einen Stress? Ja, ich will ja auch das Spiel ein bisschen genießen und nicht die ganze Zeit. Und wir kennen ja Ark als Sterbesimulator, deswegen ist es... Wer das anders spielen will, kann es ja gerne machen, aber ich mache das jetzt so. So, warte mal, krieg ich mein... Ja, so ist doch schön, oder? Ne, hier direkt an dem Rand, da haben wir mehr Platz.
8-mal Fleisch, 1-mal Gammel. Hier fehlt noch Holz. Zünd nochmal an. Hä, wieso kann ich das nicht entzünden? Achso, weil das Holz nicht rüberging, weil die Kohle hier stört. Jetzt. Feuer entzünden. Gut. Ah, ich bin doof. Dann machen wir mal noch die hier mit rein. Mörser und Stöße können wir schon bauen. Da fehlt uns Stein. Haben wir da aber auch hier, ne? Jo. Oh, ist nicht genug Stein. Es ist nicht genug Stein. Naja, ich glaube, der war Level 1 oder so. Sonst hätte ich den, glaube ich, nicht platt bekommen. Wer Türen hat, ist feige. Ich sammle die ganze Zeit Feuerstein, ich Idiot, ne? Ich muss hier mit der Axt reinhauen, was irgendwie immer ziemlich sinnfrei ist. Reparieren, was fehlt? Holz. Scheiße. Wieso kann ich hier nicht raus aus dem Menü? Okay, ich brauche mal ganz kurz Holz. Naja, aber schöne kleine Strohhütte. So, Mörser und Stösel. Du Schnösel. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Immer noch Stein. Na sag mal. Bin ich denn noch ein Bläder oder was? Rentnerclub hier, genau. Ja, ich finde das immer schön, dass das Publikum schon so ein bisschen älter ist, was hier immer zuschaut. So, ich habe mal noch ein bisschen in Gesundheit reingebuttert. Jetzt sollte es da aber reichen, oder? Ja. Einer reicht mir erstmal. Wir können später noch mehr bauen. Und dann gucken wir gleich mal wegen Klamotten. Da ist er. Kriege ich den neben das Feuer? Das mit diesen... Disable Snapping. Ah, holt Kuh. Ah, verstehe. Ich pack die erstmal hier hinter so. Da müssen wir warten, bis es vergammelt ist. Wir haben schon 3 Eisen. So, wie viel Leder haben wir jetzt? 63. Gucken wir mal kurz rein, ob wir die Lederrüstung schon freischalten können. Oder noch besser Chitinrüstung. Warte mal. Chitin, Chitin. Sag ich mal. Nee, jetzt kommt das mit Stufe 37. Na, dann machen wir erstmal Leder. Ist ja okay. Herstellung. Eine Hose. Dann eine Hemde. Und eine Handschuhe. Dann reicht es nicht, ne? Dann ist Leder alle okay. Aber immerhin haben wir dann schon mal ein bisschen was. Gammelfleisch ist schon das erste fertig. Okay, wir haben eine Narkobeere. Nee, bin ich denn blöd? Doch. Ich bin blöd. 9. Naja, weit kommen wir damit nicht, ne? Aber egal. 2 Stück können wir herstellen. Naja, guck mal. Sehen wir doch schon... Nice aus. Wir haben jetzt eine Rüstung von 60. Ist jetzt nicht viel. Ey, guck mal, aber wir sind ja schon Level 35. Wir können ja gleich die Chitin-Rüstung freischalten. Ja, lieber gemütlich durchs Spiel, ja. So, wartet mal. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt die Bolas.
Herstellung. Zwei Stück können wir bauen. Und ihr sagtet, diese pinken Bären. Die nicht immer blöd. Mann! Jetzt macht das doch mal richtig, Beutel. 9 Stück. Brauchen wir da schon Narkosemittel für den? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der überhaupt hingesäppelt, der kleine Mann? Okay, ich gehe erstmal ein bisschen auf Gewicht. Fakt ist, wir brauchen jetzt nochmal Tierhaut und wir brauchen irgendwie Eisen. Kennt sich denn jemand auf die Island aus? Weiß denn jemand, ob es hier in der Nähe Eisen gibt? Das ist natürlich dieser Para weg. Das gibt's doch nicht. Aber für den Para-Sattel brauchen wir ja auch schon wieder Leder. Ne, dann lass uns erstmal Leder farmen. Ich gehe mal kurz hier rein. Gucken. Das Bett haben wir ja gestellt, ne? Das Bett ist, dürfte jetzt unser Spawnpunkt sein. Hier ist heiß. Hier ist heiß, das ist nice. Habt das gesehen? Da stand ein blauer Terry und hat sich am Felsen gerieben. Hat er uns gecheckt? Das war ja lustig. Habt ihr es gesehen? Da stand einfach so ein blauer Terry und hat so gemütlich am Felsen gerieben. Wir brauchen Eisen. Ey, warte mal. Sind nicht in diesen runden Dingern hier, ist da nicht Eisen drin? Ne? Wir hatten hier überhaupt schon den Felsen abgebaut. Dodo, ich höre dich. Komm mal her. Sag's nicht Maki, okay? Mir leid. Diese Dinger hier, da kam doch immer Eisen raus, oder? Nee. Doch, einmal. Na, immerhin einmal. Mal mit dem probieren, ob man da mehr Erfolg hat. Nee. Geh noch mal hin, hab's nicht gesehen. Naja, wir haben einmal Eisen jetzt hier rausgekriegt. Tolle Wurst. Was piept's hier? Was ist das? Ey, das blaue Ding ist wieder da. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Nein, es ist abgestürzt. Ich habe wieder lange nicht gespeichert. Das ist Rotz, liebe Entwickler. Das müsst ihr echt mal in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Scheiße. Wir müssen bestimmt jetzt nochmal komplett die Hütte aufbauen. Das nervt so ein bisschen. Oh, wo ist denn meine Hütte überhaupt? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist meine Hütte? Den Mörser haben wir da schon gebaut. Hier ist auch der Para. Hier. Nee, Dach ist drauf. Alles gut. Fehlt nur das Bett, ne? Genau. Jetzt müssen wir nochmal das Bett bauen und den ganzen Shit. Oh, nee. Naja, früher war es ja so, dass Ark irgendwie selber gespeichert hat. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo einstellen kann. Naja, jetzt ist zumindest der Para wieder da.
immer noch beim Ausloggen gespeichert. Manu Maus, grüße dich. Okay. Ja gut, das kann auch sein. Ah, hier gucken wir ja so ganz wie Dodos. Die brauchen wir jetzt. Oh oh. Habt ihr auch das gesehen, was ich da sehe? Ein Spino? Der Spino ist tot? Nee. Ach du Scheiße. Der killt dort alles. Naja, ich brauche jetzt aber das Fleisch hier. Das Leder. Haut ab! Wie viele noch? Aber ich glaube, jetzt kriegen wir das ganze Leder zusammen. Die Spinos sind jetzt friedlich, genau, Knubbel. Hier fehlen noch Däumchen in Blau? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wie viel haben wir jetzt? 125, Leute! Das sieht gut aus. Gleich speichern, bevor das Spiel wieder rumzickt. Das sieht gut aus. Können wir schon mal das Bettchen bauen. Ich nehme gleich noch ein bisschen Holz mit und so. Ach, scheiß Mist. Ich kann es nicht reparieren. Was fehlt? Stein. Ah! Wieso komme ich denn hier aus diesem Kackmenü nicht raus? Gib mal Stein. Liegt der Stein? Warum sammelt er keinen Stein, das Schwein? Hä? Jetzt. Was fehlt denn jetzt? Ach, Feuerstein fehlt. Jetzt, bitte. Reparieren. Man kann sogar Baby-Dinos themen. Tanja, grüße dich. Hi. Okay. So, ich baue schon mal das Bett. Wo ist es? Da. Was fehlt denn? Stroh und Fasern. Ach so, ist der Sound eigentlich soweit okay? Oder ist es zu leise, zu laut? Das sollte erstmal. Oh oh. Oh, was rennst du weg? Hey. Scheiße. Das ist ein Raptor. Der scheiß Para bringt den hierher, diesen Raptor. Schnelles Bett bauen. Es fehlt aber, glaube ich, noch was, ne? Ja, es fehlt immer noch Fasern. Ja. Haben wir. Puh, wenn wir das haben, speichern wir erstmal. Sound ist super, okay. Dann bin ich ja beruhigt. So, wir machen es wieder hier hinten in die Ecke rein. Hier fehlt noch Mörser und Stößel. Du Schnösel und Steine. Haben wir hier noch Steine? 46. Ah, wir brauchen unbedingt Metallwerkzeuge, sonst kommen wir hier nicht so weit.
Zumindest können wir uns jetzt das Bett bauen. Ah ne, das haben wir ja gerade. Und die ganzen Klamotten. Scheiße. Was ist denn das? Was machst denn du für Drecksgeräusche? Das kann ja nicht wahr sein. Ah, hab ich mir jetzt ins Zimmer gekackt. Nee. Aber irgendwas hat doch gerade gekackt. So, was war es nochmal? Kuh aufheben? Ah ja. Ich schmeiß das schon mal rein, da kann das hier drinnen gammeln, obwohl, wartet. Alles aufteilen. Das ist gleich soweit. Klamotten bauen. Ach, die habe ich schon freigeschalten. Den brauchst du ja noch bauen. Hier fehlt es dann an. Was fehlt da? Halt. Rumpf. Ende. Gibt es da bestimmt irgendeine Taste? Ah ja, E. Guck mal, jetzt haben wir schon 80. Was fehlt jetzt hier von Hut? Nochmal Leder. Kann man durchs Fenster raus? Nee. Man kann hier nur dann diesen machen. Aber warte mal, wenn der Raptor nicht so High Level ist, dann holen wir uns den, weil der bringt ja definitiv viel Leder. Was ist denn der Gräbel? Der hat unseren Para übrigens getötet. Ist nicht so geil. Da drüben, was ist denn da schon wieder los? Dodo, komm mal her. Es tut mir leid. Hey, reicht. Ein Leder fehlt uns. Unglaublich. Diese scheiß Möwe macht mich immer wahnsinnig. Hier nicht noch mal was Kleines. Jetzt muss ich halt den Spino töten. Der hat bestimmt viel Leder. Ah ja, hier, guck mal. Kollege Schnürschnu. Hau ab. Okay. Sehr gut. Wir brauchen Narkobären, wir brauchen Bolas, noch mehr Leder. Naja, so die ganze übliche Sache halt. Und Bola zum Zähmen vom Rabbi, ja, machen wir dann alles Schritt für Schritt. Bin froh, dass ich heute überhaupt so gut hier zurechtkomme, aber ja gut, Schwierigkeitsgrad einfach. Bola und Keule. Keule habe ich, glaube ich, noch nie gearbeitet. Okay. Naja, zwei Stück wieder noch. Also, das rüber. Was braucht man hier für Fasern? Die habe ich doch gerade weggepackt.
6 Bolas. Na, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was, Leute. Ich muss aber auch gleich pinkeln. Sind hier eigentlich Fleisch fertig? Jo. Aber wir brauchen unbedingt so ein Para, damit wir mehr so eine Bärchen bekommen. Okay, dann Bolas auf die 5. Pfeil und Bogen wäre sinnvoll noch. Holz. Ein. Hä? Ich hab doch gerade rübergeräumt. Gut, die ersten Pfeile laufen auch durch. Wir haben schon wieder 3 Level. Könnte ich ja jetzt auch auf die Chitin-Dings gehen, ne? Da ist es, Chitin-Hose. Was macht denn die Rüstung 50? Das ist eigentlich geil, aber dafür brauchen wir eine Werkbank. Ups, eine Werkbank. Werkbank, da ist er. Dafür brauchst du Metallbarren. Scheiße. Wir müssen unbedingt Metall holen. Leute, ich gehe aber erstmal ganz schnell pinkeln. Eine Keule, wartet mal. Ich habe noch nie mit einer Keule gearbeitet. Keule. Gibt's gar nicht. Oder habe ich die standardmäßig schon? Fackel? Nö, hier gibt es keine Keule. Knüppel heißt das wahrscheinlich. Da, Holzknüppel. Wo ist er? Da. Gut, Knüppel ist da. Schmeiß ich den mal hier hin. Leute, ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Beschützt mich. Obwohl, nee, ich gehe einfach hier so ins Hauptmenü. Erstmal speichern. Wird schon nichts passieren, ne? Die Mütze habe ich noch nicht gebaut. Stimmt, machen wir gleich. Bis gleich.
Na, noch nicht, Michael. Ich denke mal, das wird bald passieren, oder? G-Portal ist doch da hinterher. Okay, fortsetzen. Die Mütze wollten wir bauen, sagst du? Haben wir noch genug Leder? 12, hä? Oh, nee, ich glaube, es reicht nicht. Aber wir wollen jetzt eh Chitin bauen. Ja, stimmt. Wir gehen ja jetzt auf Chitin. Erstmal brauchen wir die Werkbank. Aber stimmt, ja. Ist hier noch... Ach, gucke, hier sind auch noch Leder. Dann passt's, Leute. Da ist er. Da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen eine Grundausrüstung. Zack. Achso, ich darf ja nicht mehr Zack sagen. wie viel haben wir jetzt? 100. Rüstung 100. Ja, sehr gut, Leute. Es geht ja vorwärts. Dann schmeißen wir mal hier die ganzen Bären rüber. Was war jetzt der Plan? Mal kurz ins Inland gucken, ne? Mal kurz ins Inland gucken. Also ihr sagt, hier rein, da gibt's Eisen. Ich hab Angst. Ich hab so Angst, Leute. Oh oh, irgendwas ist hier. Was ist das? Bevor es dunkel wird, ne? Dann können wir nämlich nachts schön einen Schmelzofen dann laufen lassen. Wollen wir nochmal nach den Terry gucken? Es ist echt dicht bewachsen. Weil habe ich mich jetzt schon so an die neue Grafik gewöhnt. Der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Schwein. Das war ein Raptor, ne? Wo ist der andere Krebel? Na, egal. Ist das so eine gute Idee, Leute? Erkenne ich denn das Eisen? Ist das niedlich? Ein kleiner junger Raptor, Stufe 6. Hm. Ich sollte was essen. Halt. Danke dir, Michael. Gott, ey, ich traue mich hier keinen Meter rein. Stand einfach neben mir. Der kleine Kombi. Eisen. Ich weiß nicht mehr, wie Eisen aussah in Ark. Ich finde das keine gute Idee hier. Ah, der hat schon Schaden gemacht. Was ist er denn? Das Leder haben wir erstmal genug. Ach, mir ist heiß. Das geht aufs Leben. Ich gehe mal hier ein bisschen noch auf Resistenz. Das war doch das... Dass einem nicht mehr so heiß und kalt ist, ne?
finde hier doch kein... Oh, nee. Scheiße! Okay, willkommen im Sterbesimulator. Okay, schlecht. Es ist vor allen Dingen... Vor allen Dingen der Raptor an meiner Leiche, ne? Scheiße. Christian, Prost. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben nur ein beschissenes Eisen. Wir kommen hier einfach nicht an Eisen ran. Das wird nichts. 187 Meter. Und Raptor verspeist. Terry, der ist bestimmt immer noch hier. Der Dschungel ist schon... Aber der hängt dort fest. Was hat denn der für ein Level? Level 2. Egal. Der hängt da drin fest. Scheiße, nee, wir können ja nicht weiter gerade. Wir müssen warten, bis die Nacht vorbei ist. Wie kommt man sonst jetzt an Eisen ran? Boah, sieht schon fett aus, ey. Geil. Na, wir können ja erstmal gucken, was wir für einen Schmelzofen brauchen, etc. Ein Kramme. Die hängen nie lange. Okay, woher weißt du das? Woher weißt du diese Dinge? Wo ist denn hier dieser Schmelzofen? Räucherkammer. Verbrennt Zündpulver und bei geringen Temperaturen... Ah, da kannst du das Fleisch reintun. Hier, Schmelzofen. Den können wir ja vielleicht schon bauen. Fasern, Holz, Stein, Feuerstein, Leder braucht er auch noch. Oh ey, Leute. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist, ey. Ich trau mich jetzt nicht. Ich warte, bis die Nacht vorbei ist. Ich baue mir erstmal meine Werkzeuge wieder. Ja, was ist denn? Ist dir warm? Ist dir kalt? Was hast du denn, Großer? Das Rumgestöhne geht mir hart auf den Sack. Kein Feuerstein mehr. Shit, wo hab ich denn den vorhin reingetan? Na gut, dann ist es so. Dann holen wir uns mal kurz Feuerstein. Paul! Und hi, Antje. Grüße. Na, auf der PlayStation soll es ja angeblich schon nächsten Monat rauskommen, ne? Wie es mit Xbox ist, das weiß ich nicht. Das ist nicht fair, ja. Naja, es ist halt, Konsolenspieler sind halt immer irgendwie im Nachteil. Das ist wirklich nicht schön. Ja, vor allen Dingen ist ja auch mein Bogen noch da drin, in meiner Leiche. So, Resistenz haben wir jetzt, wie viel? 40, ne? 42. Ist eigentlich ein ziemlich hoher Wert, ne?
Aber es ist wahrscheinlich, weil ich Schwierigkeitsgrad einfach spiele. Denke ich mal. Na gut, dann nutze ich jetzt die Nacht kurz, um hier noch ein bisschen zu farmen. Ich gehe mal zu diesen komischen runden Steinen, die am Strand liegen. Die haben ja meistens Eisen drin. Zwar nicht viel, aber egal. Wie ist denn die Chance, höher Eisen rauszukriegen? Mit dieser Spitzhacke oder mit der Axt, Leute? Ellie, grüße dich. Hi. Hey, guck mal. Zweimal Eisen war dabei. In meinem Haus ist ganz schön was los, ja. Ey, gucke! Wir haben doch schon 5 Eisen. Was? Diese Geräusche von diesen komischen Vögeln. 10:40, grüße dich. Der Himmel sieht geil aus, ne? Auch hier vorne mit diesen Nordlichtern. Okay, dann fahren wir erstmal die runden Bubbles hier ab. Ob man die Spielstände aus dem alten Spiel übertragen kann, das kann ich dir nicht sagen, du. Das weiß ich nicht. Aber es ist ja ein völlig anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob das geht. Ey, gucke, wir haben schon 10-mal Eisen, Leute. Das lohnt sich hier. Vielleicht ist auf der Insel Eisen? Nee, ne? Mein Char sieht aus wie von Nickelback, der Sänger. Ja, irgendwie schon. Hi, Black. Dark Dante. Grüße dich. Hier kam jetzt... Doch, jetzt kam einmal Eisen raus. 5 unterschiedliche Spiele sind es bei Knubbel schon. Geil. Genau, Leute. Vergesst nicht zu liken, wenn ihr hier seid und euch der Kack hier gefällt. Lasst ruhig ein Like da. Das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Naja, was willst du sonst nachts machen als sowas, ne? Tagsüber versuchen wir dann unsere Leiche zu holen. Beziehungsweise vielleicht haben wir ja bis dahin auch schon die Werkbank. Die Wolken sehen halt ein bisschen komisch aus, ne? Aber ich weiß gar nicht, was ich da vom Detailgrad drin habe. Vielleicht habe ich einfach die Wolkendetails nicht so hoch. Weil dann können wir uns ja schon die Chitin-Dings machen. Voll in die Schnauze. Okay, wie viel haben wir jetzt? 13. Wir nähern uns. Ja, die Dinger sind das doch. Ach, nachts sehen mich die Dinos nicht? Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Aber ich sehe halt genauso wenig. Das ist das Problem. Ich will da jetzt nicht hingehen. Da ist halt irgendwo noch ein Rap. Oh, jetzt ist wieder abgestürzt. Habe ich gerade gespeichert? Ich hoffe. Das nervt, Leute. Das ist schon das zweite Mal heute, ne? Das war ein Scherz. Ihr entwickelt ein eigenes Spiel mit Unreal Engine. Okay, auch nicht schlecht. Zehn. Naja, gut. Haben wir gerade 3 Eisen eingebüßt. Thank you.
Ja, hier musst du echt aller... Eigentlich einmal in der Minute speichern am besten. Aber ich denke mal, es kriegen die noch in den Griff. Ist halt Early Access. Was ich halt immer krass finde, ist der Preis, ne? 44 Euro für ein unfertiges Spiel finde ich halt persönlich immer sehr übertrieben. Wenn es halt Early Access ist und es so eine Abstürze gibt, dann, und die Entwickler wissen das auch, dann sollst du das Spiel halt für ein 20 raushauen, ne? Wie jeder andere Spielentwickler auch. Oh ja, gut. Ich will mich jetzt nicht beschweren, es macht mir Spaß und das ist ja die Hauptsache. Und die Ladezeiten sind ja echt ein Witz, ne? Wie schnell man hier wieder im Spiel drin ist. Dann kann man auch mal ein Auge zudrücken. Ist das ein Liberdot? Ein Para, ne? Wollen wir uns den jetzt endlich mal holen? Ah ne, ich habe die Bolas nicht. Die sind in meinem Kofferraum von der Leiche. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Mühsam ernährt sich der Eisenjäger. Ist hier irgendwo in der Nähe was? Nö. Ja, 40 Euro sind recht viel. Wie gesagt, wenn es ein fertiges Game ist, dann habe ich nichts dagegen bei so einem Preis. Ich meine, wenn man mal bedenkt, dass die ganzen Konsolenspieler und so, die zahlen ja auch immer übelst viel für ihre Spiele. Die Art-Community ist groß, war ein geschickter Schachzug. Ja, aber ich finde so kapitalistische Denkweise, kennt ihr mich ja, ne? Finde ich halt, bin ich nicht so der Freund davon. 19! Guten Tag, was hast denn du für ein Level? Du bist hübsch. Level 6. Hübsch und sehr schwach. So, okay, diesen Bubble nehmen wir jetzt noch mit. Ne, hier die kleinen Runden, die sind das immer, ne? Der sieht so anders aus, der Felsen dort. Guck mal, ist das Eisen? Ne. Was ist denn das noch immer für ein Geräusch? Der holt dort die Fische aus dem Wasser. Stimmt, die ganzen Maps hat man mit den 40 Euro gekauft. Da ist doch auch wieder recht. Ja, hab ich gedacht. Weil ich es halt spielen möchte. Dieser Felsen dort sieht so anders aus, Freunde. Ist das? Oder ist das einfach nur ein stinknormaler Felsen, der im Mondlicht halt komisch aussieht? Nö, das ist ein ganz normaler Felsen nur. Guckt, meine Frau guckt auch zu. Hallo Jane. So, und danach gehen wir nach Hause, okay? Es wird eh hell. Kein Eisen für Beutel. Na, ein bisschen kam ja was raus. Man muss es nicht kaufen. Oh, was war das? Alter. 3 FPS habe ich gerade. Okay, ich muss irgendwie weg. Okay, das war jetzt gerade zu viel. Das war, ist anscheinend noch nicht so super optimiert. Wenn die Felsen kaputt gehen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 22. Naja, immerhin.
Und dann hoffen wir mal, dass der Raptor dort weitergezogen ist. Dass wir an unsere Klamotten wiederkommen. Aber jetzt bauen wir erstmal so einen Ofen. Würde ich sagen. Und schmelzen schon mal die ersten Teile. Ich denke mal, ich brauche dafür Holz. Turbo Gandalf, grüß dich. Danke. Ja, wenn man einmal so im Flow ist, dann vergisst man das mit diesen Speichern ganz gerne. So, ich schau mal ganz kurz. Was braucht das Ding? Steine, Fasern. Oh, Leder brauchen wir noch mehr. Leder ohne Ende. Ja, leider. Entweder man spielt mit oder man ist eine arme Socke. Ja. Es ist leider so. Passt auf. Ich lagere jetzt erstmal aus und dann versuchen wir mal unsere Leiche zu plündern. Wie lange ist die eigentlich da? Bleibt die lange oder ist es wie bei Conan, dass die nach einer Viertelstunde verschwindet? Weiß das einer? Eins wieder abgestürzt. Ja, Nummer 3. Aber ich habe ja zum Glück gerade gespeichert. Deswegen ist es nicht so schlimm. Guck, guck, guck. Und der Dodo, der will sterben. Ja, die Leder wird jetzt eher schwierig zusammenzubekommen, ne? Aber wenn wir dann erstmal Eisenwerkzeuge haben, kriegt man ja auch mehr Loot. War doch so, oder? Gewicht. Der arme Dodo. Er muss halt, es ist ja nur ein Spiel. Der Dodo stirbt zum zweiten Mal, ja stimmt. Und täglich grüßt das Murmeltier, das Dodo-Tier. Also Steine. Immer hier. Rossi, grüß dich. Ich will wenigstens, bevor wir unseren Rucksack looten, die Sache in den Schmelzofen schon mal schmeißen. Dann können wir die Werkbank bauen. Und dann können wir die Chitinrüstung bauen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Oh, dass der hier aus diesem Menü nicht rausgeht, das verstehe ich einmal nicht. Nein. Michael, schön, dass du da warst. Um 3 Uhr musst du raus, alter Verwalter. Na dann. Schlaf gut. Um 3 Uhr ist echt undankbar.
Rossi. Ja, das Thema hat man gerade. Zumal es halt noch Early Access ist. Schnulp, das ist eine Mission. Das können wir mal machen. Ich glaube, da würde sich die Maki drüber freuen, über eine Dodo-Farm. So, wie viele Steine brauchen wir denn noch? Jetzt haben wir 111. Wie viel waren es? Irgendwas mit 150, ne? Sorry, ich muss jetzt auch gleich mal diesen Para hier töten. Oh, da kam sogar mal Eisen schon wieder raus. Aber wenn die Steine platzen, wenn man fertig ist, die abzubauen, dann gibt es jedes Mal enorm FPS-Einbrüche. Sind hier kein Tier mehr? Habe ich schon alle ausgerottet. Den Terry können wir töten. Mit bloßen Händen. Naja. Wie viel Leder brauchte man denn? Wir haben jetzt nichts. Wieso haben wir kein Leder? Habe ich das in die Kiste schon gepackt? Mal noch irgendein Tier sein. Aber guck mal, vielleicht reicht es ja auch. Also, Herstellung. Holzhammer. Fasern. 65 Leder. Ne, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Wir haben hier 25. Ne, das reicht nicht. Okay, wir holen jetzt unsere Leiche, Leute. Scheiß drauf. Eis. Haben wir noch was? Gut. Oh, geht doch aus diesem Menü raus. 25. Steine haben wir genug. Und wir haben schon 24 Eisen. Schon 24 Eisen. Ja, so richtig vorwärts kommst du halt am Anfang noch nicht, wenn du noch nicht gut ausgerüstet bist. Das ist Fakt. Das ist der Terry, oder? Hängt dort immer noch fest, das arme Schwein. Er ist halt Level 2, sonst hätte ich gesagt, den zähmen wir uns. Ah ja, da bist du. Der ist doch scheiße. Komm nicht an unsere Leiche ran. Es nervt. Captain Pixel, Grüße. Wir kommen halt nicht an unsere Leiche. Jetzt sind es schon zwei Leichen. Die andere ist jetzt weg, ne? Wie ist denn das? Wenn man zweimal stirbt, ist dann die andere Leiche weg? Oh, jetzt regt mich auf, ey. Fucking fuck. Sagt man nicht, ich weiß, aber... Ich versuch's jetzt von hinten. Ich hab jetzt keine Waffen, nix. Ja, die andere Leiche, wo ist die jetzt? Spärlich. Grüß dich. Mit einer Fackel? Da rennt doch schon wieder irgendwas. Da
Vielleicht kann ich den Raptor irgendwie zu diesem... Wie heißen die hier? Locken? Zum Scheißen hier, die Kacke! Jetzt kann ich nicht mal an meinem scheiß letzten Bett. Nervt! 447 Meter, Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich krieg die Krise. Ich loot jetzt hier die Kiste. Ja, Herzkasper kriegst du da, auf jeden Fall. Der Dodo lacht mich aus. Zu Recht. Wie jetzt? Das ist nicht euer Ernst. Dann ist ja nur so Müll drin, ne? Wie kann ich denn hier alles looten? Naja, es ist doch zum Aufregen mit diesem scheiß kleinen Raptor-Scheißdreck-Ding. Ich will doch nur Eisen. Hier sind überall Dodos. Ah, wer baut denn Bäume so, dass man nicht mehr durchlaufen kann? Okay, ich hoffe, dieser Trike Triceratops hat jetzt diesen bläden Raptor vernichtet. Was sind eigentlich mein Ausdauerbalken? Welcher war denn das? Ach hier, das Energiezeichen. Geht ja gar nicht runter, die Ausdauer. Ich höre doch schon wieder... Ja, na klar. Es sind auch noch 30 Raptoren jetzt an meiner Leiche, oder was? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber dann müssen wir ja jetzt alles wieder neu basteln, Rossi. Das ist doch auch scheiße. Und du hör auf, so blöd zu lachen. Blöd, Mann. Kriegst du eine. Boah, wir kommen immer weiter weg von unserem Ort. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Naja, Fakt ist, da sind immer mehr Raptoren jetzt an meiner Leiche. Selbstmord. Das war Verzweiflung. Ich habe die Raptoren in meinem Nacken gespürt. Ein Verzweiflungssprung. Was fehlte uns denn jetzt noch? Tier heute, ne? Für unser Glück. Was fehlt uns hier? Holz. Ein Cliffhanger der besonderen Art. Was soll ich denn machen? Ich kann nix, ich bin nix. Mein Name ist Hase.
mal gucke, war schon wieder Eisen dabei. Noch mehr Eisen. Weiche lohnt jetzt auch nicht mehr. Stimmt, ich hab's trotzdem gemacht. Was flatterst du denn hier? So, Kollege. Los, lande, du Krebel. Landet aber nicht. Ich hab das Gefühl, der ganze Dschungel lacht mich aus. Pasern. Was? An meinem Kopf baumelt was? Sieht aus wie unser Nachbar, wenn er frisch duschen war. So. Na, Ausdauer brauchen wir ja gar nicht leveln, weil irgendwie geht ja die Ausdauer gar nicht runter. Ich weiß nicht warum. Gut, jetzt holen wir uns Leder und dann bauen wir den Schmelzofen, dann schmelzen wir und dann versuchen wir nochmal unsere Leichen zu looten. Ich gebe noch nicht auf, Leute. Ich gebe noch nicht auf. Was sind das? Oh, Alter, was sind das? Diese Geräusche sind schon übel. Dodo, komm her. Tut mir leid. Noch einer. Dein Kumpel tötet dich auch gleich. Du hast jetzt bestimmt ganz einsam. Wo ist er denn? Nee, das ist ein Baby. Also wenn ich jetzt anfange, Baby-Dodos zu töten, dann wird Maki nie wieder irgendwas mit mir spielen. Und ich nehme mal an, ihr petzt. Kommt halt nicht viel raus, ne? Was hast du so? Was ist denn für ein Level? Level 4. Ja, du rennst mir ja weg, wenn ich auf dich schieße. Ey, was ist denn das hier? Eine Kiste? Ha! Explorer-Not. Stegosaurus regium has approximately 16 paired rows of plates along its back, flanked by another smaller pair of 6 plates. This is contrary to the alternating rows on Stegosaurus fossils I've seen in museums. Not surprisingly, Stegosaurus uses the spines on its tail to defend itself. While not aggressive, Stegosaurus will come to the aid of another nearby Stegosaurus. This implies it to be a herd animal. Stegosaurus is commonly used as a safe way to transport large quantities of goods. And once you saddle one up, not even an Argentavis could knock you off that perch. A Stegosaurus can be trained to flex. Ach so, es geht auch so weiter. Guck mal, ich habe jetzt gerade einen Boost. In a heavier alignment XP that boost. Blows, or oriented more sharply to pierce armor. These various plate configurations also come in handy for stripping wood from trees. Was? Handy? Thatch, or foraging for ist ja eigentlich noch irgendwas? Stegosaurus can knock back or impale with a whip of its spiky tail, keeping predators at bay. Or pinning them in place. Its spiked appendage also helps for gathering berries. Go figure. Was? Wie hat die mich gerade genannt? Sorry, ich habe deine Mutter getötet.
So, 65 brauchten wir. Wir haben 88. Jetzt höre ich auf, Dodos zu töten. Ja, wenn man mit dem Dino rangeht, kriegt man... Ja, ich habe auch noch kein Dino. Aber ich erinnere mich, stimmt. Kriegt man gut Buffs. Kann man schön leveln. Ich sammle mal ein bisschen Stroh nebenbei. Also, Schmelzofen bauen, Eisen rein, versuchen unsere Leiche zu looten. Müsste noch gleich da sein, oder? Bin ich eigentlich direkt vor meinem Zuhause gestorben? Ja, tatsächlich, guckt mal. 40 Meter neben der Hütte. Oh oh. Wenn da was wegrennt, ist doch meistens... Wie, da kommt nur Fleisch raus. Nicht mal Leder dran an diesen Kerl. Okay, wo bauen wir den Schmelzi hin? Quatsch. Ich hab das Gefühl, hier gibt's gleich... Ja, ey, sag mal, seit wann gibt's denn hier so einen geilen Nebel? Guckt euch das mal an, das ist ja mega fett. Und wie der näher kommt. Boah, Alter, geil. So, warte mal. Nee, Schmelzöfen möchte ich, glaube ich, hier haben. Dann baue gleich mal noch so ein Ding. Schorschgrinder, grüß dich. Und Spliff, grüß dich. Ist hier sonst noch jemand neu reingekommen? Wenn ich euch überlese, dann sorry. Dann schreibt ruhig mal mit Caps. Okay, also Herstellung. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Uns fehlen nur noch Feuerstein und Stein. Feuerstein, Stein. Nebel des Grauens. Aber krass, ne? Sieht echt fett aus. Und wo wird mir jetzt meine andere Leiche? Ah, Last Death? Nee. Da steht immer noch Last Death 43 Meter. Aber den haben wir doch. Oh, stimmt, mal hier speichern, bevor wir da alles abstürzt. Ofen ist fertig. Geil. Der braucht bestimmt Holz. Metall. Feuer entzünden. Unser erstes Metall läuft durch, Leute. Dann können wir gleich die Werkbank machen. So eine Bahn. Ich glaube, die Werkbank brauchte 10, ne? Ist nicht viel, Leute. Wir kriegen ja, wir haben die ganze Zeit übelst gesammelt, kriegen nur eine beschissene Narkobeere raus. Oh, jetzt habe ich gerade Gammelfleisch konsumiert. Naja, warum nicht? Ich hau mal kurz diesen Fisch hier drauf. Haben wir hier noch Holz? Warte mal. Hier ist noch Holz. Läuft. Ich versuche jetzt trotzdem meine Leiche wieder zu bekommen. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Gordon, grüß dich. Und Alessandro, hi. Ich habe 7 Level, was? 12 Level? Ach so, wegen diesem Bonus. Okay, ich gebe mal noch einen auf Resistance. Was macht man denn jetzt? Ich mach mal Gewicht, ist gut. Nur ein bisschen Ausdauer. Speichern vor allen Dingen. Jetzt versuchen wir, die eine Leiche zu holen. Wenn wir sie finden. Das ist halt jetzt die Frage. Mir wird es halt nicht angezeigt. Habt ihr nicht vorhin gesagt? Ja, das Problem ist, Gordon, dass die Bolas, die sind in meiner Leiche drin da oben. Aber ja, hast recht. Wir bauen uns mal schnell welche. Danke für den Tipp. Das ist eine gute Sache. Was braucht man dafür? Fell und Fasern, Stroh, Stein. Was man da alles braucht für so eine Bola. Wahnsinn. So, da haben wir nochmal 6 Bolas. Tina, hi. Naja klar, durch diesen Bonus hast du jetzt die ganze Zeit. Ich gehe mal noch mal auf Resistance. Dann kann uns hier Feuer und Eis nichts mehr. Was für ein Hals? Was meinst du? Ich krieg keinen Hals, du. Aber warte mal, wir können doch jetzt die Werkbank bauen. Und dann haben wir doch schon mal Chitinrüstung. Ach Mensch, warum drückst du Nummer E? 10, da haben wir sie. Nee, ich bin so blöd. 8. Herstellung, wartet. Werkbank, wo ist er? Da. Ach, man braucht plus 5. Ja, geil. Es fehlt nur noch Holz. Juhu. Dann können wir uns die Chitinrüstung machen und dann haben wir ja schon mal ordentliche Rüstung. Also, was heißt ordentlich? Relativ ordentlich. Nur noch Holz, sag mal. Er kann es nicht reparieren. Was braucht er? Feuerstein. Da ist er. Ach, die Bola ist für den Hals. Die wird mir zu warm werden. Na, meinst du? Ich habe ja jetzt, guck mal, ich habe ja Resistance jetzt schon auf 60. Das ist schon ziemlich hoch, oder? Ich mache mal noch ein Stück mehr. Jetzt haben wir auf 78. Können wir nur hoffen. Können wir nur irgendwie hoffen, dass es passt. Ah, guck mal, die passt ja hier hinten rein. Wie geil. Ha, Fasern. Ah, da brauchst du auch Leder. Okay, dann müssen wir nochmal auf Lederjagd gehen. Pullmod haben wir ja noch nicht. War jetzt hier noch Leder drin? Nee, ne? Gut, dann gehen wir nochmal ledern. Aber wieso ist denn jetzt hier das noch so angezeigt? Kann ich das nicht löschen? Oh ne, Rabbis. Wir haben noch kein Narkosemittel. Das ist halt schlecht. Sonst würde ich die direkt mal versuchen zu zähmen. Speichern. Ich geh nochmal ganz kurz Fleisch holen. Haut holen. Für was braucht man Eier für die Rüstung? Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Oh, du hast viel. Du bist ein Dicker, ne? Ja, der hat viel. Sehr gut. Da
Da kommt ordentlich was raus, Leute. 63 Stück kamen da jetzt raus. Das sollte doch jetzt reichen, oder? Was für ein Geräusch. Gordon, das gibt's glaube ich noch nicht, diese Einstellung. Also du hast hier an sich, fehlen da ganz, ganz viele Einstellungen, wie zum Beispiel, dass du die Farmrate und sowas höher stellen kannst. Das gibt's hier alles noch nicht. Leider. Gut, dann gucken wir mal. Rüstung, Chitin. Ich kann mich erinnern, dass ich in meinem ersten Let's Play damals auf The Island hatte ich diese Rüstung ja auch an. Und da war mir aber auch nicht so warm. So, mit den Leder hat man ja vorhin Rüstung 100. Jetzt haben wir wahrscheinlich 5x5 sind 250, ne? Probier mal. Genau, 250. Und wir sehen so richtig scheiße aus. Und guck, es geht, Corrigan. Ist nicht warm. Fetzt. Geilomatico. Ich hau mal ganz kurz hier die Eisenbahn rein, beziehungsweise... Ja, wir können uns doch jetzt die Spitzhacke endlich machen, oder? Wo ist denn die? Hier. Ja. Ja, Leute, jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen. Betäubungsfeil kann ich auch schon mal. Die baust du bestimmt auch hier, ne? 8 Metallbahnen braucht die. Und Holz. Okay. 8 Metallbahnen, unglaublich. Naja, was soll's. Da müssen wir dann. Passt auf, ich gehe mal schnell pingeln. Jetzt haben wir ja eine Rüstung. Wir sind gut gelevelt. Ich habe schon wieder irgendwie gepfiffen. Lachsschinkenrüstung, genau. An das Let's Play kannst du dich noch gut erinnern. Aber wir haben 150 Rüstungen mehr. Resistance haben wir ja jetzt auch ein bisschen weiter oben. Okay, Freunde, ich gehe mal ganz schnell pinkeln. Wie spät ist es überhaupt? 22:15 Uhr? Naja, ich denke mal, so ein halbes Stündchen machen wir noch. Rossi, du gehst ins Bett oder was? Dann Nachti, Nachti. Schön, dass du da warst. Ich gehe mal schnell pinkeln und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo im Inland Eisen finden. Bis gleich.
So, wartet mal, ich habe einen besseren Plan, Freunde. Ich habe einen besseren Plan. Wir holen jetzt erstmal Bolas. Habe ich jetzt, wieso habe ich keine Bolas mehr? Doch, habe ich. Wir holen uns jetzt erstmal ein Para. Mit dem Para holen wir uns Narcos. Das ist ein Terry dort, ne? Mit dem Para holen wir uns Narcos und dann versuchen wir die zwei Raptoren dort zu zähmen. Und mit denen gehen wir dann ins Inland. Dass wir so eine kleine Unterstützung haben, so ein bisschen was uns den Rücken stärkt. Seid ihr noch da, Leute? Ihr könnt endlich mal bis zum Ende gucken, Tanja, das ist super. Pterodons, das sind diese Flugtypen, ne? Hm. Ah. Achso, ich habe keine... Ah, ich muss mal kurz sammeln. Wir brauchen Miobären. Sind natürlich wieder keine hier raus aus diesen Drecksbüschen. Ups, Entschuldigung. Da ist mir wohl ein Rülps entfleucht. Ich glaube, ich muss hier dahin, wo Bärenbüsche sind, ne? Hallihallo. Holger, vielen Dank für dein Abo. Herzlich willkommen. Ein zum Fliegen, ja. Macht Sinn. Mal wieder speichern. Das Spiel wieder stürzt. So, wie viel haben wir jetzt? Zwei. Wollt ihr mich verarschen? Ich sammle mir hier einen Wolf. Ein Baby-Dido. Meint ihr, wie viel der braucht von diesen Bären? Wir haben jetzt 6. Naja, lass uns erstmal betäuben. So, die Keule habe ich nicht. Scheiße. Wartet mal. Kann ich die nochmal bauen? Herstellung. Keule. Holz. Holen wir uns mal schnell Holz. Warten er jetzt, der Typ? Level up. Ey, ey, spärlich! Vielen Dank für die 5 Euro, Alter. Mega nice. Da ist er. So. Hat er jetzt die Keule nur gebaut oder nicht? Los. Zähmung 0,0. Muss ich irgendwas noch drücken? Achso, der erst wenn der Hunger hat, ne? Reagiert er. Also dann. Gleich 2 Knüppel. Steht immer noch 0,0. Das macht mich nervös, Leute. Ist. Mach ich irgendwas verkehrt oder wie ist es? Gordon, du willst in die Game-Innie das die verändern, okay. Klingt interessant.
Ach, geil, den haben wir ja gleich. Dann brauchen wir aber trotzdem nochmal schnell Fleisch. Leder, weil für den Sattel, ne? Jo, Knulp, das weißt du noch. Mit den Narkobären. Aber den haben wir gleich. Das passt schon. Naja, gut, den brauchst du jetzt so nicht weiter sammeln. Der gehört ja gleich uns. Dauert, okay. Jetzt musst du erst mal gucken, was war denn jetzt? Was hab ich denn vorhin für eine Taste? So, Level 8. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Nee. Quatsch. Nein! Scheiße, ich habe irgendeinen Mist gebaut. Restore Key Binding. Annehmen. Jemand hat nämlich irgendwie geschrieben, dass man angeblich keine Tasten zubeißen kann. So, folge mir F1. Wo ist denn folge mir nicht mehr? Alle passiv hatte ich immer auf F6. Alle aggressiv F5. Wo ist denn das? Folge mir und wo ist denn bleibe stehen? Egal, Hauptsache. Also keine Ahnung, wer da so einen Quatsch geschrieben hat in die Rezension. Oh, ich sehe schon die Raptoren. Achso, warte, den Sattel brauchen wir jetzt. Herstellung. Da. 80 Leder, willst du mich rollen? Achso, du bist bitte passiv. Und warte mal, wir müssen noch mal gucken. Einstellung, Keyboard. Was ist denn hier? Bleibe stehen. Dieses Ziel angreifen. Geh dahin. Folge mir. Alle bleiben, wo sie sind. Na, dann machen wir das einfach. So, du bleibst jetzt mal kurz hier stehen. Wir brauchen Fleisch. Leder. Hupe. Hupe. Soll ich den Hupe nennen? Aber warte mal, wir haben da jetzt ein besseres Level. Jetzt können wir doch nochmal versuchen, unsere Leiche zu plündern. Da war doch, glaube ich, auch noch Leder drin. Also liegt die jetzt noch da? Weiß das einer? Die werden wir ja in den Dickicht nicht finden. Hier war es halt irgendwo, die eine Leiche. Ich glaube, die ist nicht mehr da, ne? Krabbelt doch irgendwas. Oh oh. Da gehe ich nicht so nah hin. Oh oh. Leder, das ist schon ganz schön heavy. Nee, unsere Leiche finden wir nie wieder. Aber ich glaube, die ist auch gar nicht mehr da. Irgendwann sind sie weg. Sven, grüße dich, hi.
Y ist. Y? Ne, Y, da geht das irgendwie das Fadenkreuz weg. Ach so, weil ich kein Tier in der Nähe habe. Alles klar. Danke dir. Wir brauchen Leder. Leder. Ich hätte am Strand bleiben sollen. Hier in den Dschungel zu gehen ist richtig dumm. Vor allem, wenn hier Terrys sind. Hat er mich gecheckt? Wahrscheinlich, ne? Naja, schon doch. Hört er irgendwann auf? Oder wir machen diesen Terry. Der kommt ja nicht weg dort. Ah ne, ich will hier nicht riskieren. Ich gehe lieber am Strand lang, Leute. Ey, dieser Dickicht ist aber auch krass. Das kriegt ihr da ein unscharfes Bild, wenn ich hier durch ein Dickicht renne? Bestimmt, ne? Also das ist ja immer so ein Ding bei YouTube und überhaupt auch bei Twitch. Dass wenn du hier durch so einen Dschungel rennst, viel Vegetation, das frisst so viel Speicher, das haben sie bis heute nicht irgendwie cool hingekriegt, dass das Video dann noch cool aussieht. Naja, aber wir haben ja heute schon ein bisschen was geschafft. Es geht alles besser, ne? Ist klar, aber ich will mich nicht beschweren. Was hast denn du für ein Level, Großer? Zeig mal. Oh, der hat schon Level 16. Hm. Egal, ich brauche sein Leder. Noch mal so einen, dann haben wir es doch, oder? Guck mal, was wir da jetzt rausgekriegt haben. 81, perfekt, Leute. Den da wollten wir, ne? Was kriegt denn der? Was braucht denn der? Ist das ein Fleischesser? Ich habe gar nichts einstecken, ne? Der Licht. Tolle Wurst. Warte, ich muss mal schnell sammeln. Kriegt er auch Bären? Hallihallo. Sven, danke dir. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich bin super scharf. Ich komme irgendwie keine Bären raus. Ich sammle hier eine halbe Stunde, es kam nicht eine Mio-Bäre. Fleisch kriegt er. Okay. Danke, Leute. Aber das ist doch eine Petra, oder? Wo hab ich die überhaupt gelegt? Ich weiß nicht mehr. War das nicht hier irgendwo? Jetzt finde ich die nicht wieder. Scheiße. Oder war das weiter vorn? Ei, so Mist. Ah ja. Oh. Männlicher Petra, genau. Hm.
Danke, Christian. Habe ich das Narkosemittel eigentlich vorhin eingesteckt? Nee. Sicher, dass der Fleisch frisst? Das ist doch kein Fleischfresser, oder? Fisch! Ach! Das ist uns alles weggegammelt. Fisch haben wir nicht. Mist. Na gut. Es regnet, geil. Aber warte mal. Fisch kriegt man doch hier bestimmt ganz einfach ran, oder? Mal Fisch. Sieht gut aus, Leute. Jetzt müssen wir den bloß noch betäubt halten. Geil, jetzt gewittert's. Ach, der hat er gefressen? Oh, ich hab's nicht gesehen. Jocke Dumbel, grüße dich. Na toll. Ja, ich glaube, es sah so aus, ne? Als ich hingegangen bin, habe ich kurz einen Balken gesehen, aber... Früher rauchte Peter Fisch. Ja, 64%. Das passt, Leute. Ich glaube, dem müssen wir nicht nochmal eine geben. Da haben wir schon mal ein Flugtier für den nächsten Stream. Ist zwar auch Low Level, aber ist ja egal. Klingt übel, wie der atmet. Wie heißt denn der... Yomi-Sattel. Hachi-Sattel. Raptor-Sattel. Rotzododon. Pari. Oh ne, ist da jetzt gerade ein Terry gespawnt. Ich krieg die Krise, Leute. Parazor. Pelagor. Scheiße! Ne, das wird schon passen. Das wird eine knappe Nummer. Die Dagobern habe ich ja gerade wieder rausgenommen. Es wird eine knappe Nummer, Leute. Tja, PT. PT. Ah, also. Leder, ne, haben wir nicht genug. Scheiße, ich muss doch betäuben. Wie geht das? Jetzt mach doch mal Eier, Junge!
Mero, grüße dich. Wie lange braucht er denn jetzt, ey? Die sah auch schon vor dem Remake kacke aus. Mann, der lässt sich aber feiern. Ich kann halt die Rüstung nicht machen, ne? Den Sattel. 230 Leder. Das ist echt irre. So, was bist du eigentlich? Wildmännischer. Wie bist du jetzt gerade aufgewacht? Oh, ich krieg die Krise. Dumm oder was? Lass mich doch hier nicht verarschen. So, jetzt auch mein ganzes Zeug da weg. Das wird gespeichert. Wollen wir mal zu dem grünen Ding da gehen? Wo ist denn der Terry jetzt, eh? Der hat schon immer ewig gebraucht. Okay. Aber was brauchen dann der andere Sattel? Warte mal, Herstellung. Parasaurus. Mit dem können wir machen. Brauchen wir bloß einmal Leder. Holz. Sorry, Leute. Muss man aber auch mal reagieren. Wer nicht spurt, der wird... Jetzt ist das grüne Ding weg. Ne, es ist noch da. So, dann werden wir den gleich mal ein bisschen leveln. Suchst du Stress? Ah! Wieso steht da ein Terry vor meinem Haus? Boah, ist jetzt unser... Ist doch garantiert unser Dingsi tot. Der hat den doch gefressen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Hier ist er. Toll. Naja, Ark ist halt so, ne? Das entweder... Hau bloß ab, du. Was hat denn der für ein Level? Geht das überhaupt eine Bola bei dem? Ah ne, die gehen gar nicht bei dem. Ich glaube, wir kriegen was ab. Aber! Was ist nur für ein Level? Blöd, Mann, hau ab. Ich hab's nicht geschafft, ne? Der ist immer noch hinter mir, oder? Wie die Ausdauer nicht runtergeht. Ich kann hier stundenlang gefühlt rennen. Da wenigstens ist er jetzt erstmal von zu Hause weg. Oh, es macht mich fertig, das Spiel. Es macht mich einfach noch fertig. Geht zu dem grünen Ding. Das ist
unsere letzte Mission heute. Der ist doch immer noch hinter mir. Alter, was ist das? Der kann doch auch schwimmen. Wer kommt auf die Idee, ins Wasser zu hüpfen? Frank, du warst's. Du Bösewicht. Es ist, man freut sich immer so bei Ark, wenn man was erreicht, aber es ist halt auch so schnell zunichte gemacht einfach. Es ist einfach sinnlos manchmal. Christian, ich höre auch gleich auf. Nachti, ich loot jetzt nur noch meine Leiche und dann gehe ich mal zu diesem grünen Ding da. Also ich muss den ja erstmal weglocken. Lässt sich aber nicht weglocken. Blöd, Mann. Das ist ein doof, Mann. Kriegt man den da jetzt weg? Eieieiei. Okay, jetzt ist er weg. Hört auf mit diesen Geräuschen. Jetzt kommt ein Megadonlon bestimmt. Bei meinem Glück. Ist unsere komplette Rüstung jetzt kaputt? Sehe ich das richtig? Nicht wie weg hier. Jetzt ist das grüne Scheißding weg. Ich krieg die Krise. Oh Mann. Spärlich, vielen, vielen Dank. Nochmal für 10 Euro Unterstützung. Sehr, sehr nice. So, wie viel haben wir hier eigentlich noch drin? 4. Da sind die abgehauen. Warte. Einmal rüber, ne? Und dann kann ich es dort reparieren, oder? Hm. Fehlt uns Chitin. Hau mal den Sattel hier rein in die Fressbude. Okay. Brauchen noch mal Chitin. Das holen wir uns jetzt noch, das Chitin. Spider-Man der Urzeit. Wenn wir Insekten finden. Oh ne, die Rappis sind ja auch da. Okay, Leute, ich höre erst mal auf für heute. Oh Mann, es ist hart, es bleibt hart, es ist arg, auch wenn ich Schwierigkeit auf leicht habe. Es ist halt trotzdem arg. Es hat aber echt Riesenspaß gemacht. Klar hat man ein paar Rückschläge, wir haben aber trotzdem viel geschafft, ne? Ja. Mal gucken, wann wir es nächstes Mal schaffen. Am Wochenende hätte ich da schon Bock, vielleicht mal so 2 Stunden zum Mittagsschlaf. Also wenn das Töchterlein Mittagsschlaf macht, Samstag oder Sonntag. Oder vielleicht beide Tage, je nachdem. Würde ich da schon gern mal wieder reinschauen.
Nächste Woche sowieso, aber jetzt am Wochenende, denke ich mal, machen wir mal 2 Stündchen zum Mittagsschlaf. Das wäre cool. Ich kündige es vorher aber an. Dann vielen Dank für eure Unterstützung, für die ganzen Likes und dass ihr mitgefiebert habt. Also ich finde es klasse gelungen. Es hat halt seine... Es stürzt halt noch relativ oft ab. Man kann einige Dinge noch nicht einstellen. Aber an sich... Es ist halt arg, ne? Nur aufgehübscht. Es ist, macht Spaß. Es fetzt wirklich. Leute, dann schlaft gut. Morgen ist Freitag, oder? Nee, was, ja, doch, morgen Freitag. Wer Bock hat, morgen Twitch-Stream mit meiner Frau zusammen. Wieder ein angenehmes Krimi-Spiel, ein Rätselspiel. Weniger Horror, mehr Rätsel. Wenn ihr Bock habt, guckt vorbei. Ansonsten sehen wir uns dann am Wochenende in Ark wieder. Ich bin gespannt, ob wir es dann ein bisschen besser hinbekommen. Jo, dann erholt euch schön. Schlaft gut. Nachti, nachti. Ich küsse eure Nüsse. Macht's gut. Ciao.